Vielen Dank. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen zur leckersten Sendung im deutschen Fernsehen. Heute bewegen wir uns teilweise bei Produkten, die nicht jedermanns Sache sind. Wir machen heute ein Spinat-Ricotta-Tart mit Aprikosen. Dann gibt es gebratene Calamaretti mit einem Rote-Bete-Salat und einer Passionsfrucht-Vinaigrette. Zunächst einmal... Calamaretti? Ach du Scheiße, ich mach echt weiter. Calamaretti? Calamaretti? Ja, da muss ich doch kommen. Dann mach auch den Scheiß das selber. Beste zum Schluss. Voll. Ja. Das einzige Problem, was wir jetzt haben werden, dass Steffen mit gebratenem und gekochten Fisch. Es schmeckt. Das wäre das erste Problem. Und zweitens, er kommt mit Braten kochen nicht so gut klar. Das heißt, er ist eher der Meister so in rohen Fisch. Aber mach mal. Ja. Mach mal. Ich sehe schon. Calamaretti habe ich gehört mit Rote-Bete-Salat ja? und Spinat-Ricotta-Törtchen. Genau. Jetzt denkt natürlich jeder zu Hause, Mensch, Calamaretti, wie mache ich die? Wie sehen die aus? Wir haben jetzt mal einen schönen Tipp für Sie, wie man die richtig einkauft. Gucken Sie mal. Salü, salü. Na, geht doch. Ja. So sind wir. Na? Digga. Bin Alle. Hier, um die Calamari abzuholen, die ich bestellt habe. Wie viel brauchst du? Maximal ein Kilo. Nur als kleine Vorspeise, als Salat. Guck sie dir an. Jarif, Jarif. Bin heute sehr französisch unterwegs. Sehr super. Oder? Sehr schön. Wie fängt man die? Mit Netz. Ganz klassisch mit dem Netz. Ganz klassisch mit dem Netz. Wo fängt man Riesenschwärme? Die? Ja. Auf der ganzen Welt. Ich hatte inklusive Nordsee, Atlantik, Mittelmeer, ganz Ach, speziell. Ja. In der Nordsee auch? Ja. Und wo sind die jetzt her? Die kommen aus dem Mittelmeer. Bockefrisch. Was kann man davon essen, was nicht? Man kann die ganze Tube essen, deswegen heißen die Dinger immer Calamari Tubi. Das sind ja die klassischen, woraus die Ringe gemacht werden. Aber hast du denn sauber gemacht? Aus die sind größere. Die größere. Ja. Ja, ist natürlich auch mehr Panade irgendwann dran. Ja. Dann werden die so quer geschnitten. Das kann man alles essen. In der Reihe würde ich nicht sagen. Dann kann man den Kopf mit essen. Mhm. Aber um den Leuten mal zu sagen, die jetzt keine Calamari mögen, vom Geschmack her sind sie richtig fleischig, süßlich, fast ein bisschen wie ein etwas festeres Garnelenfleisch und haben so gar nichts damit zu tun, wie sie optisch rüberkommen, finde ich. Nein, nicht die Bohne. Also hat nichts mit denen, wo Leute sich mal ein bisschen ekeln oder so, sondern sind einfach lecker, wenn man sie einfach kurz in der Pfanne heiß anbrät, ist es einfach ein leckerer Geschmack. Und genau das will ich machen. Pack's mir ein. Ein Kilo bitte. Ein Kilo mache ich dir. Du hast richtig Ahnung, Bibo. Geht so, ne? Ja, ich bin immer wieder überrascht. Ja. Bibo, auch dein Fischhändler? Dein Fischhändler deines Vertrauens, dein Restaurant direkt auch. Nebenan. Sehr kurze Wege, kurze Lieferwege, worauf das man heutzutage stimmt. Ja auch achten soll. Bei mir ein Ticken länger. Aber nichtsdestotrotz wirklich ein guter Typ. Eigenartigerweise lächelt er relativ selten. Ich finde, er ist wirklich so ein bisschen so ein knorriger Kerl. Das wundert mich auch bei seinen Preisen. Da müsste eigentlich so ein Grinsen die haben. Die ganze Zeit. Das ist es wundert mich auch. Preisen, ich verstehe das auch die ganze nicht. Zeit. Es ist mein Rätsel. Auf Calamari machen wir gleich. Wir brauchen den Kotterkuchen in den Ofen. Jawohl. Ich mache, was du mir befiehlst. Das finde ich sehr gut. Dann machen wir das wieder so wie immer. Das heißt, ich zeige dir, wie es richtig geht. Gut. Nein. Pass auf. Du könntest mir schon einmal den Spinat blanchieren. Kochendes Wasser ist vorbereitet, Eiswasser auch. Anschließend ausdrücken, klein schneiden. Einfach nur ein bisschen würzen mit ein bisschen Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Kann ich das aber schriftlich haben? Nein, das habe ich nur im Kopf. Rezept allerdings für die Masse habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar brauchen wir für die Füllung der Ricotta-Tart 375 Gramm Ricotta, 3 Eier getrennt, bedeutet Eigelb von Eiweiß getrennt. Das Eiweiß werden wir gleich zum Schnee aufschlagen. Anschließend den blanchierten Spinat mit 3 Esslöffel Brösel, 3 Eigelb. Ja. Ein bisschen Zitronenschale, Salz, Cayenne und Pfeffer. Das Rezept sitzt. Das sitzt wie eine Eins. Naja, ganz ehrlich, ich meine, wie viele Rezepte sollen wir grammgenau im Kopf haben? Das ist kaum möglich. Deshalb ist meine Kochvariante auch eine sehr schöne, dieses ständig aus dem Bauch hauen. Beim Eischnee schlagen, einfach nur drauf achten, Schüssel sauber, kleine Prise Salz rein, also fettfrei die Schüssel. Kein Eigelb drin, dann einspannen und hoppala. Einfach jetzt zum schönen voluminösen Schnee aufschlagen, damit die Tat nachher wesentlich lockerer ausdrücken. Ist. Das wäre optimal. Ja. Ich mache nämlich jetzt denn gleich den Jufka-Teig. Normalerweise so eine Tat, ein anständiger Blätterteig oder Mürbteig, kann man machen, muss man aber nicht. Ich habe mir einen Teig besorgt, der heißt Jufka-Teig. Kennen wir, wenn man so einen türkischen Imbiss um die Ecke hat. Hopp.
Wenn man türkischen Imbiss um die Ecke hat, neben dem Döner liegen da oftmals so kleine Ziegenkäsestangen, die ganz dünn befüllt sind, schön knusprig ausgebacken. Erinnert eigentlich so ein bisschen an so eine Art Strudelteig. Das heißt, wer keinen Jufke hat, einfach ein, oder kein Jufke. Gutes Verhältnis, ne? Das reicht, das reicht. Okay. Das reicht. Also mal zur Schüssel. Soll ich ihn auch mal anschwitzen oder so? Nee, brauchst du nicht. Wirklich nur blanchieren, das passiert alles. Wir machen nachher eine sehr würzige Aprikosenmarmelade dazu. Und die gibt den eigentlichen Geschmack nachher rein. Okay. Hier sieht man, kreativ heute, ne? Wahnsinnig kreativ. Ich würde sagen. Der Teig hauchdünn wie ein Strudelteig. Mehrfach ausgerollt. Den werde ich jetzt versuchen, in diese Tartform reinzubekommen. Ein bisschen reißen kann er ruhig. Die Tartform zunächst einmal. Arbeitest du mit Jufka? Ich? Nö. Du wickelst alles nur Nori ein. Nee, und Frühlingsrollenteig. Ne? Oder Frühlingsrollenteig. Ja. Der ist immer etwas fester. Bisschen reißt auch nicht so leicht, ne? Aber für sowas ist der natürlich besser geeignet. Der ist etwas fester und ich finde dieses Mürbe, wenn es so richtig nachher knackt beim Essen und so ganz leicht zerbricht, ist wirklich wunderbar. Ja, hier kann man, man sieht, es ist egal, wenn man ihn reinmacht, es wird trotzdem was. Man braucht nicht spielt, so, ne? Es spielt wirklich keine Rolle. Einfach einmal den Boden kräftig ausölen. Anschließend jetzt schön Lage für Lage kräftig. Ganz klein schneiden mit dem, pass auf, klein schneiden mit dem Eigelb vermengen, salzen, pfeffern, Prise Muskatnuss und Ricotta findest du im Kühlschrank. Okay, Messer, Schublade. Ah, Messerschublade. Oh. Okay. Wichtig ist hier nur, dass wirklich jede Lage richtig schön kräftig gebuttert wird. Wir stellen sozusagen hier eine Art von Blätterteig her. Der Blätterteig normalerweise besteht aus sehr vielen verschiedenen Schichten, ist aber immer so ein bisschen weicher. Und hier machen wir eine richtig schöne knusprige Variante. 3-4 Lagen sollte das Ganze haben, weil sonst die Feuchtigkeit vom Spinat und vom Ricotta das Ganze nur aufweichen würde. Und wir wollen nachher eine richtig schöne knusprige Variante haben. Überstehende Teigränder werden nachher einfach nur abgeschnitten. Und wir haben Sie keine Sorgen, wenn es hier so ein bisschen einreißt. Das sieht man hier, glaube ich, ganz deutlich. Wenn hier so ein paar Bruchstücke drin sind, das macht überhaupt nichts. Und wir arbeiten ja hier mit mehreren Lagen. Ja. Vor allem, ich freue mich jetzt auch gleich drauf. Worauf? Weil ich wirklich, bei Calamaretti ist ja immer nachher so die Frage, die wirst du nachher komplett alleine zubereiten. Ich mache den Salat, du die Calamaretti. Du meinst Gummischlauchgefahr? Die Gummischlauchgefahr ist ja relativ hoch. Ja. Und ist wirklich so ein bisschen so ein Eiertanz. Du musst die Hitze in der Pfanne nur sozusagen sehen, das reicht schon. Ist das so? Ja, es ist so. Speziell wenn die dünn, die du hast, die klein, ne? Da werden wir nachher nochmal genauer drauf kommen. Wer hier nicht so ein großes machen möchte, so eine ganze Tart, sondern für sich nimmt sich einfach so eine kleine Muffinform, schneidet dann etwas die Stücke etwas kleiner. Das können wir eigentlich einmal machen. So, du willst jetzt hier Ricotta reinhaben, richtig? Den Ricotta rein, komplett, 375 Gramm. Komplett. Okay. Komplett und das Ganze sehr schön würzig abschmecken. Sehr recht. So. Sprich, wer das vielleicht hier diese Ricotta-Tart nur als kleinen Party-Snack machen möchte, einfach ein paar Blätter von dem Jufka-Teig. Sozusagen reicht. In so eine Muffinform. Langt. Ja, ne? Gut. Und anschließend das Ganze ebenfalls mit der Masse gleich befüllen. Darf ich einmal ran? Den Teig brauche ich nicht mehr. Mit der Masse befüllen. Und dann einfach kleinere Portionchen machen. Einmal abgeschmeckt. Ja, Alter. Pass schön auf. Lock aus dem Handgelenk. Ja. Sehr gut. Lock aus dem Handgelenk. Einmal hier so ein bisschen. Ja. Oh, hier habe ich vergessen zu buttern. Magst du den Rand noch mal buttern? Ja, gerne. Und dann anschließend die Masse. Nochmal bestehend aus. Du bist auch ein Mongo, Steffen. Alter, ich hab's dir hingestellt. Ja, ich hab's erstmal gerettet und dann noch hingestellt. Also, ich wunderte mich eben schon so ein bisschen. Ja. Guck mal. Schnacker. Ich bin mir relativ sicher, es hätte auch ohne Eischnee funktioniert. Ja. Denn die Man merkt, er kennt sein Rezept. Ich bin mir relativ sicher, es hätte auch nur mit dem Eigelb funktioniert. Denn das Eiweiß ist eigentlich nur dazu da, dass die Masse etwas luftiger wird. Und die Bindung entsteht eigentlich durch das Eigelb. Jetzt, wenn diese Masse perfekt ist. Was sie definitiv ist. Ist. Einmal nur einfüllen. Das gleiche auch mit der großen Tartform machen. Brauchst du noch so einen Gummikratzer? Nee, das geht schon. Ich bin da recht großzügig immer. Einfach nur locker verteilen. Okay. So, den Teig einfach nur ein bisschen eindrücken, damit er von außen jetzt nicht komplett verbrennt.
Und jetzt das Ganze bei 200, 220 Grad für circa 20 Minuten in den Ofen schieben. Und dann wird das Ganze nachher noch getoppt mit ein bisschen Aprikosenmarinade. So. Die wir aber erst anschließend hinstellen. Der auch, ne? Genau. 20 gut. Minuten. 20, 25 Minuten wird das Ganze jetzt brauchen. Das gibt uns genug Zeit, das Chaos von Steffen Hensler aufzuräumen. Und Sie können sich noch mal angucken, wie es geht. Überraschend Besuch hier in meiner kleinen und bescheidenen Küche. Aber schön ist hier. Allerdings mit Herd. Das ist auch sehr, sehr gut, denn heute wird gekocht. Und zwar Calamaretti. Steffen, ja normalerweise eher bekannt dadurch, dass er rohen Fisch aufschneidet und daraus wirklich extrem schmackhafte Dinge zubereitet. Okay. Aber trotzdem Meister seines Fachs, was sämtliches Getier aus den Meeren angeht. Steffen, was weißt du über Calamaretti? Was willst du uns über Calamaretti erzählen? Ja, ist natürlich ein bisschen überraschend, aber ich bin ja informiert. Und zwar ist das ja ein Kopffüßler. Das wissen wir alle. Alle. Kopf. Da sind die Füße dran. Und der große Unterschied ist, worum unterscheidet, ist, eine Krake hat 8 Arme. So ein Calamaretti oder Calamare hat 10. Und zwar hat 8 normale und 2 sehr lange. Die sieht man hier jetzt. Damit greift er sich sozusagen seine Beute, kleine Garnelen und kleine Fische, und zieht sie sich in sein Maul rein. Die Calamaretti oder generell Calamar sind ja relativ verschrien, weil das kennen wir alle vom Jahrmarkt, irgendwie von Volksfesten, einfach in fetter Teighülle eingepackt, ja, schön, bis zur Unkenntlichkeit frittiert, oftmals zäh wie so ein Gummischlauch. Ja, worauf muss ich achten, wenn ich das nicht haben möchte? Das heißt, die Dinger sind nachher, sollen wirklich butterzart sein, zumindest wenn ich sie versucht hätte zu kochen, und ich weiß, dass Steffen das genauso gut kann, ja. Die werden nachher wirklich butterzart sein. Der Geschmack ist einzigartig. Viele Leute sagen, Calamaretti, das sieht so glitschig und eklig aus, will ich nicht haben. Wo ich sage, Bullshit, das ist wirklich lecker. Es erinnert fast ein bisschen an Kalbfleisch, der Geschmack. Absolut. Sehr, sehr würzig. Wenn sie frisch sind, super. Wenn sie nicht frisch sind, dann schmeckt man sofort. Weil dann ist es so wirklich wie alte Turnhose im Mund, und dann auch weg damit. Gutes, frische Kriterium. Was du alles isst. Ha? Was du alles isst. Da hat doch jeder schon mal dran geschliffen. Alter Feinschmecker! Auf jeden Fall ist das für mich ein guter Vergleich. Dann einfach nicht benutzen, da gibt es kein anderes Kriterium dafür. Die riechen, die stinken, schleimig sind sie ja so oder so. Man muss wirklich riechen. Also wirklich, das entscheidende, wo die Leute Angst haben, ist das Putzen davon. Weil man sieht jetzt hier, der Kopf sitzt da drin, du musst es rausreißen. Und das da drin ist natürlich ein bisschen glitschig, aber es ist ja nur das Meer. Meerwasser, ein bisschen Sand, dann hat er vielleicht noch was gegessen, das holt man hier raus. Dann hast du sozusagen das Rückgrat. Das ist das, was man am Strand immer findet. Genau. Von den Großen ist es meistens weiß. Ne? Und jetzt von den Sepia, das, was wir in den Kanarienvogelkäfig reinstecken. Genau, das ist, wo die Schnabel wetzen, richtig. Habe ich mal gehört. Ja, und jetzt hier außen ganz wichtig, die Haut wegmachen. Wenn man die wegmacht, das Ganze so brät, dann zieht er sich so zusammen. Und dann kannst du eigentlich nicht genießen. Nicht genießbar, die Haut. Und jetzt habe ich hier aufgeschnitten. Das muss man auch, und dann diese feinen Häutchen, die hier sind, die muss man auch noch mal abziehen. Sonst zieht sich das einfach zu stark zusammen. Und zum Beispiel, das ist ja roher Fisch. Also wenn du es mal richtig machen willst, also roher Fisch, dann kannst du nur zu Reis, Sushi-Reis, machst, ich zeig mal hier so ein Stück, hier, und gießt einfach nur ein bisschen heißes Wasser drüber, und dann kannst du es schon essen. Das ist nur ganz leicht angegart. Könnte ich es roh essen? Könntest du machen, kein Problem. Hier, das ist natürlich bei den Calamaretti einfacher als bei den Calamares, was relativ dünn ist. Probier mal. So. Aber ist das nicht der Riesenhit, ne? Weil du ein bisschen diese Zähigkeit hast, aber mit so einem kleinen Hauch. Sag jetzt, dass alte Unterhose besser schmeckt, weißt du, dann ist was los hier, ne? Muss man ja nicht, hat er gesagt. Heißes Wasser, man kann es roh essen. Ich hatte mal eine Wurzelentzündung, das hat genauso geschmeckt. So, auf jeden Fall, Sie sehen, roh ist Geschmackssache an der Stelle, ja? Das ist nicht mein Ding. Nee. Also muss ich ehrlich sagen. Hab ich gar nicht gemerkt. Ich dachte, das schmeckt hier. Nee, das ist echt nicht mein Ding. Aber wir braten das Ganze ja auch. Wir braten das ja, genau. Generell, was kann man jetzt noch falsch machen beim Braten? Ja, wir waren ja ein bisschen anderer Meinung. Ich war der Meinung,
schön rein, kurz, knackig. Und du wolltest ja richtig Gummisohle geben, ne? Nee, Hitze der Pfanne. Das, ja, ich dachte, die muss da sein. Ganz die muss präsent sein. Gut, da sind wir wieder einer Meinung. Sind wir alle. Nur eine Sache ganz kurz. Ich habe ja für die leckere Tarte. Warte. Für den Spinat-Ricotta-Kuchen im Jufka-Teich noch eine kleine Marinade gemacht oder bin noch dabei. Und zwar habe ich einfach nur rote Zwiebeln fein gewürfelt, Aprikosenmarmelade genommen, ein bisschen Olivenöl. Dann werde ich gleich ein bisschen Basilikum klein schneiden, das dann mit unterheben, schön verrühren und dann wie so ein ganz kleinen, man kennt das so vom Obstkuchen, wenn dann so ein ganz kleiner Lack, ein leichter Lack noch drüber gemacht wird, über diesen Kuchen verteilen. Das gibt in diesem würzigen, fein, frischen Spinat-Ricotta-Gemisch so eine herrliche, fruchtige Note und ist nachher wirklich perfekt. Jetzt hast du wieder meine Meinung. Bist du der, was sagst du, vorher würzt oder nachher würzt? Zu welcher Fraktion gehörst du? Ich zu dir vorher, wie man sieht. Ja? Also bei mir ist es eigentlich echt egal. Also es ist so, ja, so wie ich drollig drauf bin. Generell kannst du es halten wie ein Dachdecker. Wenn man das jetzt lange stehen lässt, dann sollte man definitiv nicht vorher würzen. Weil dann fängt an, Salz die Feuchtigkeit rauszuziehen und das Ganze zäh zu machen. Wenn man es direkt, so wie jetzt, Salz drauf, ab in die Pfanne, ja, da tut das dem Ganzen keinen Abbruch. Einzige Ausnahme bei mir ist wirklich die Leber. Da meine ich wirklich einen Unterschied festgestellt zu haben, dass wenn die Leber vorher gesalzen wird und dann auch nur 3-4 Minuten steht, dass das dann schon ein bisschen hart wird. Ja, ich mag keine Leber, deswegen habe ich das Problem nicht. Gut, na? Gut. Also bei Leber so definitiv nachher würzen. So, jetzt ist ja, die braucht er doch ein bisschen, ne? Probier's. Man unterschätzt das manchmal. Okay. Oh, nee, da ist auch gut Power drin. Man unterschätzt das manchmal. Ja. Knapp bis zum Rauchpunkt erhitzen. Wenn es rauch ist, heiß. Einfach zu merken. Ja. Nicht nur links, rechts. Jetzt so eine Flocke Butter. Das wäre natürlich noch mal Bombe, ne? Oder ein paar Knoblauch oder sowas. Flocke Butter. Oh, jawohl. Mm. So. Und man sieht, ich dachte, das klebt ein bisschen. Das klebt Knoblauch. Knoblauch, hier. Siehst du, zack. Einmal durch. Rollt ein bisschen zusammen. Jetzt müssen Sie genau abpassen. Einmal nehmen. Mm. Perfekt. Sehr cool. Warte. Perfekt. Pack hier rein. Kannst hier reinpacken. So, jetzt kommt zur Wiedergutmachung. Als Wiedergutmachung. Das ist mein Ding. Gut. Ja. Oh, die sind aber wirklich zart. Die sind echt zart, ne? Ja. Ja. Von zarter Hand gebraten. Danke. Wer mochte keine Calamaretti? Wer mochte keine? Wer kriegt spontan Brechreiz bei dem Wort Calamaretti? Wirklich, probiert. Und ganz ehrlich. Ich glaube nicht. Es schmeckt. Das schmeckt wie? Gut. Das schmeckt gut, hervorragend, Spitzenklasse? Hervorragend. Wenn es jetzt nicht so gut gewesen wäre, könnte ich mich immer noch ganz gut damit rausreden, dass ich sage, hat halt der Hänsler gemacht, hat er falsch gemacht. Bei mir wäre es besser gewesen. Aber es schmeckt wirklich gut, oder nicht? Ja. Es schmeckt wie fleischig? Beschreib mal. Ja. Wie Kalbfleisch. Das hast du aber versuch, auch, ne? Versuch mal den Geschmack zu beschreiben, wirklich. Er hat recht. Was soll ich jetzt beschreiben? Oh, gut. Wohl auch wieder alte Tonhose gegessen, hä? Mit dem Salat. Ich habe dir hier schon mal ein paar Rüppchen, rote Beete und auch Ringelbeete ein bisschen runtergerieben. Ganz simpel, roh gemacht. Hier so eine Ringelbeete, sieht aus wie rote Beete, ist auch aus derselben Familie, hat aber so eine wirklich ganz, ganz, ganz tolle Optik. Am Schluss erst wirklich runterreiben, denn die rote Beete gibt natürlich durch das Marinieren ein bisschen von dem Saft ab. Der Saft würde die Ringelbeete färben, so dass es aussieht wie rote Beete, wollen wir nicht. Deshalb alle Minute. Oder die kurzfristig hier nur ein bisschen runter. Oh, das wird gefährlich. Das machst du bitte. Aha. Hab auch einen Finger. 10 Finger reichen doch, komm. Ernsthaft? Ja, hallo. Ich mag das nicht.
Gut. Mädchen. Fingerschutz. Die Ringelbeete kurzfristig drunter heben. Das Ganze mariniert nur mit ein bisschen Limettensaft und ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker. Dadurch, die rote Beete ist roh, ist auch mit Schale. Die Karotten mit Schale, gründlich geschrubbt natürlich, alles Biogemüse. Und jetzt machen wir praktisch nur ein bisschen Salz, Zucker ran, damit die Struktur etwas weicher wird. Kneten das ein bisschen durch. Dadurch ist es eben halt nicht mehr so trocken, sondern hat eine richtig schöne Struktur. Dann haben wir noch ein bisschen Brunnenkresse im Kühlschrank. Jawohl. Ah, hier. Und jetzt das Ganze freischnauze anrichten, wenn du magst. Aha, also du möchtest noch irgendwas dran? Bisschen Öl oder gar nichts? Ist das reicht, was dran ist? Das sieht so... Nee, ich würde sagen, es reicht, weil wir machen gleich noch eine Marinade, wenn du denn soweit bist. Ach, du willst sie drüber machen? Ich verstehe. Genau, genau, separat. Wir werden gleich noch eine Marinade herstellen oder ein Dressing, allerdings aus Maracuja. Ich muss gerade das Timing so ein bisschen aufeinander abstimmen, weil normalerweise wollte ich das alles alleine machen. Jetzt habe ich aber eine helfende Hand. Jetzt ist bloß dieser Fluss von A nach Z ein bisschen unterbrochen. Was aber kein Problem ist. Denn ich habe hier ganz kurz meine Aprikosenmarmelade fertig gemacht. Oh. Hol meinen wunderbaren Ricotta-Spinat-Jufka-Kuchen raus. Hart an der Grenze. Das ist schon echt lecker. Problem bei mir ist bloß, dass diese Mischung, wenn man im Restaurant ist oder auch das auch oftmals privat angeboten bekommt, diese Mischung aus Spinat und Ricotta eigentlich so gelebte Langeweile ist. Damit das hier nicht der Fall ist, habe ich Aprikosenmarmelade. Kenn ich noch gar nicht. Aprikosenmarmelade genommen, rote Zwiebeln reingegeben, das ganze gewürzt mit ein bisschen Salz und Pfeffer, dann schön mit Basilikum ebenfalls nochmal abgeschmeckt und das wird jetzt hier dünn drüber verstrichen. Darf ich mal kosten? Ich bitte Sie drum. Ja. Und diese feinfruchtig säuerliche Note, ein bisschen Zitronensaft habe ich ebenfalls hineingegeben. Ja. Und schon wird wieder durch eine einzige Zugabe so ein relativ normales bis langweiliges Gericht noch wieder sehr kreativ abgewandelt. Das Ganze schmeckt dann kalt natürlich auch hervorragend. Oder aber eben hier die kleine Variante fürs Fingerfood-Buffet. Einfach nur... Das war auch süß, ne? Das ist niedlich. Ja. Draußen. So sieht das Ganze dann aus, wenn Sie das Ganze richtig schön eingebuttert haben. Der Teig ist jetzt richtig knusprig, da passiert auch nichts mehr mit. Den ganzen stellen wir einfach mal dekorativ dazu. Ja. Was jetzt hier noch fehlt, Herr Hensler, jawohl, ist eine Maracuja-Vinaigrette. Ah ja. Und zwar, wo hast du? Passionsfrüchte. Auch hier? Nie im Kühlschrank, immer draußen. Ah, wollen wir testen? Nee, da muss ich nicht so weit laufen, das ist das Einzige. Ebenfalls eine kleine Glasschüssel, bitte. Jetzt wird es schon gemütlich bei dir. Jetzt muss ich alles holen, ne? Ich merke schon. Ich drehe noch mal ganz kurz um. Ja. Maracuja einfach nur auslöffeln. Oh. Gibt ja viele, die immer sagen, oh, die Kerne und so, ne? Aber ich finde das gut. Es gibt Leute, die wirklich jetzt die Kerne rausnehmen, aber ich kann das sagen, auch gerade für die älteren Herrschaften unter uns, es ist sehr gut für die Prostata. Die Kerne, medizinisch gesehen, das hat der Schubeck noch nie gesagt, deshalb möchte ich dieses Wissen jetzt auch gerne an die Zuschauer weitergeben. Ja. Maracuja, Passionsfruchtkerne sind sehr gut für die Prostata. Gut. Ganz wichtig. Kann man drin lassen, gibt dem Ganzen auch einen schönen Knack noch mal zusätzlich. Ein bisschen Chili, perfekt. Ja, einfach so runtergehackt oder willst du magst du die noch einmal durchschneiden? Ja, natürlich. Nee, einfach runtergehackt, ganz simpel. Zack. Wer die Kerne nicht mag, wenn ich drauf beißen mag, nimmt sie natürlich raus. Und das Schöne an so einer Passionsfrucht ist wirklich, gutes Einkaufskriterium. Wir haben hier zwei verschiedene. Die eine ist etwas schrumpeliger, vielleicht kann Toni es einmal zeigen. Die eine ist etwas schrumpeliger, die andere ist etwas glatter. Das möchte ich nicht gesehen haben. Nein. Und normalerweise würden jetzt alle Leute dazu neigen, die glatte zu nehmen. Ich kann immer nur empfehlen, die schrumpelige zu nehmen. Das ist nämlich kein Qualitätskriterium im negativen Fall, sondern im positiven. Das heißt, die Frucht hat schon ein bisschen gelegen und das Fruchtaroma ist sehr viel konzentrierter durch ganz leichte Verdunstung. Dadurch wird sie ein bisschen schrumpelig, aber das Aroma in diesem Schrumpeligen ist sehr viel intensiver als in den glatten. Ansonsten perfekte Kombination aus Süße und Säure von der Natur her aus schon. Manchmal vielleicht ein bisschen säuerlich, dass man noch ein bisschen Zucker hinzugeben müsste. Draußen? Wir halten, ich glaube, ich warte erst mal. Prise. Einmal rühren. Prise Zucker. Jawohl. Salzen, Chili, Maracuja, bisschen Olivenöl. Das war's. So. Probieren oder direkt rüber?
Perfekt. Die hatte ich geahnt. Ja. Perfekt, wirklich perfekt. So, über den Salat. Bisschen über den Salat verteilen. Ja. Dadurch hat man noch dieses schöne, leichte, erdige Aroma von der Rote Beete oder von der Ringelbeete, von den Karotten. Wenn man das Ganze nicht mit der Vinaigrette wirklich so vermanscht, dann übertüncht die Maracuja alles. Wenn man es aber nur so ganz kurz beträufelt, hat man diese schöne, feine Senfnote von der Buntkresse. Das feine, erdige. Perfekt. Das feine, erdige von der Beete und dann natürlich dieses unglaubliche, tolle, einzigartige Aroma, und das meine ich wirklich so, von den Calamaretti, das Ganze zusammengezimmert, gezaubert von Steffen Hensler. Na, großartig. Ja, ne. Bisschen mager aus, dafür sieht es extrem lecker aus. Die Calamaretti mit dem Beetesalat, toll mit der Brunnenkresse, Maracuja-Dressing und vor allem der Ricotta-Kuchen. Wer es probieren mag, einmal Melzer, einmal Hensler, einmalige Chance. Gemeinsames Restaurant gibt es leider nicht, aber vielleicht arbeiten wir irgendwann mal dran. Ihnen zu Hause, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Viel Erfolg, viel Spaß beim Nachkochen. Bitte kommen Sie nach vorne. Habba habba. Auf Wiedersehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.